Deutschland sucht den Superstar, dass die ehemaligen Gewinner heute. In diesem Jahr geht Deutschland sucht den Superstar nach 20 Jahren zu Ende. Die Finale 20. Staffel startet am 14. Januar um 20.15 Uhr bei RTL, sowie online via RTL Plus. 2003 wurde Alexander Klafs, 39, als der erste Gewinner der Castingshow gekürt. Doch nicht jeder Sieg der Show war gleichbedeutend mit einer erfolgreichen Musikkarriere. So geht es den bisherigen DSDS-Gewinnern und Gewinnerinnen heute. Wer beerbt in diesem Jahr Harry Lafontaine, 22? Er nahm 2022 zusammen mit seinem Bruder Gianni, 18, an der Sendung teil, der sich den vierten Platz sicherte. Trotz des Einzelsiegs beschlossen die Brüder nach der DSDS-Teilnahme fortan als Lafontaine Brothers gemeinsam Schlagermusik zu machen. Ein Jahr nach dem Sieg scheinen die ersten Grundsteine für eine erfolgreiche Karriere gesetzt zu sein. Sie veröffentlichten seitdem drei Singles und hatten Auftritte in Florian Silbereisens, 41, die große Schlagerstrandparty 2022 sowie im ZDF-Fernsehgarten. Könnte das Duo in die Fußstapfen erfolgreicher DSDS-Vorgänger stapfen? Als erster Gewinner ging Alexander Klafs in die DSDS-Geschichte ein. Knapp 20 Jahre später hat er noch immer einen hohen Bekanntheitsgrad. Kein Wunder, erst 2021 gewann er als Mülli die fünfte Staffel von The Masked Singer. 2022 war er im Live-Event Die Passion auf RTL in der Rolle von Jesus aus Nazareth zu sehen. Seit vielen Jahren ist er außerdem erfolgreicher Musical-Darsteller, war unter anderem in den Hauptrollen in Ghost, das Musical sowie Tarzan zu sehen. Vom DSDS-Sieg in die Jury, diesen Weg geht Pietro Lombardi 3-0-2-0-2-3 nicht zum ersten Mal. Schon in der 16. und 17. Staffel der Show nahm er als Juror neben Kumpel Dieter Bohlen, 68, Platz. Über 10 Jahre nach seinem Gewinn 2011 erfreut sich Lombardi weiterhin großer Beliebtheit. 2020 veröffentlichte der Künstler sein drittes Studioalbum. 2022 nahm er zusammen mit Bohlen und Katja Krasavice, 26, den Modern Talking Song You're My Soul neu auf. Der Song schaffte es auf Platz 2 der Singlecharts. Ein Jahr nach Lombardis Triumph holte sich der Schweizer Luca Henny, 28, den DSDS-Sieg. Nach seiner Teilnahme beim Eurovision Song Contest 2019, bei dem er den vierten Platz für die Schweiz belegte, veröffentlichte er 2020 sein fünftes Studioalbum. Im Frühjahr desselben Jahres schaffte er es mit Tanzpartnerin Christina Luft, 32, bei Let's Dance auf den dritten Platz. Die beiden gaben im Juli 2020 ihre Beziehung bekannt, seit Januar 2022 ist das Paar verlobt. 2013 ging der Sieg erneut in die Schweiz, mit Beatrice Egli, 34, gewann erstmals eine Schlagersängerin den Gesangskontest. In ihrer Karriere produzierte sie bereits 10 Studioalben und belegte mit diesen regelmäßig die vorderen Plätze sowohl in den deutschen und österreichischen als auch in den Charts ihrer Schweizer Heimat. Seit 2019 gilt sie als die erfolgreichste Schweizer Künstlerin. Eine ebenfalls bis heute erfolgreiche Musikkarriere kann Ramon Roselli, 29, vorweisen. Er gewann die 17. Staffel 2020 mit 82% der Stimmen der Zuschauer, ein Rekord in der Showgeschichte. Er hat mittlerweile 3 Studioalben veröffentlicht, sein Debütalbum 2020 erreichte sogar Goldstatus. Einen hohen Bekanntheitsgrad hat auch Ex-Sieger Prince Damien, 32, bis heute. Allerdings ist dieser weniger seiner Musik geschuldet. Seit seinem Sieg 2016 bewies er viele weitere Talente, er war Synchronsprecher. Wurde 2017 zusammen mit Luca Henny Zweiter in der Tanzshow Dance 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 und agierte als Musical-Darsteller. 2020 wurde der Sänger zudem Dschungelkönig bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus.
Andere ehemalige DSDS-Gewinner sind der Musik bis heute treu geblieben, können allerdings nicht mehr an die anfänglichen Erfolge anknüpfen. So erging es etwa den Gewinnern Thomas Godoy, 44, Daniel Schumacher, 35, und Mehrzad Maraschi, 42. Sie gewannen die 5., 6. und 7. Staffel der Castingshow und konnten im Anschluss mit ihren Debütalben allesamt große Erfolge einfahren. Doch über die Jahre wurde es um die Sänger ruhiger. Godoy veröffentlichte 2020 sein 8. Studioalbum. 2022 die Single Neuland. Beide konnten sich nicht in den Charts platzieren. Maraschi brachte sein vorerst letztes Album 2014 heraus, arbeitet seit 2016 in seinem eigenen Tonstudio hinter den Kulissen. Schumacher gründete 2020 sein eigenes Musiklabel und möchte 2023 für San Marino beim Eurovision Song Contest antreten. Der Musik gehen auch die ehemaligen Gewinner Severino Seeger, 36, Anita Sablik, 33, Darwin Habrügen, 24, und Jan-Martin Block, 27, bis heute nach. Bis auf Sablik schafften die Künstler allerdings schon mit ihren Debüt-Singles keine vergleichbaren Erfolge wie die ihrer Vorgänger. Somit gelang keinem der Sieger der 11, 12, 16. und 17. Staffel als Deutschlands neuer Superstar der Durchbruch. Anders sieht es bei den Gewinnern der 2. und 3. Staffel, Elli Erl, 43, und Tobias Regner, 40, aus. Sie konnten sich mit ihren Debüt-Singles in den Top 3 der Charts platzieren und widmeten sich im Anschluss einige Jahre ihrer Musikkarriere. Heute arbeiten beide in anderen Berufen, die trotzdem etwas mit Musik zu tun haben. Elli ist Lehrerin für Musik und Sport an einer Realschule in Düsseldorf, Regner arbeitet als Gitarrendozent an zwei bayerischen Volkshochschulen. Marie Wegener, 21, war 2018 mit damals 16 Jahren die jüngste Gewinnerin der Castingshow. Nach dem Erfolg ihrer Debütsingle Königlich wurde es ruhig um die Sängerin. Der Grund, auch sie konzentriert sich neben ihrer Musikkarriere auf andere mögliche Standbeine. Sie studiert Musik und begann nebenbei eine Ausbildung für Tanz, Gesang und Business in Berlin. Viele Jahre galt er als der erfolgreichste Gewinner der Castingshow. Mark Medlock, 44, ging 2007 als 4. Sieger aus Deutschland Sucht den Superstar hervor. Als Bohlenliebling betitelt feierte er viele kommerzielle Erfolge mit dem DSDS-Juror. Die Singles Mamacita, 2009, und Summerlove, 2008, erreichten Goldstatus. Now or Never und You Can't Get It, 2007, sowie die ersten zwei Alben des Frankfurters sogar Platin. 2011 beendete Medlock die Zusammenarbeit mit Bohlen, zwei Jahre später gab er seinen Rücktritt aus dem Musikgeschäft bekannt. Der Sänger wohnt heute als Privatier auf Sylt. Die 14. Staffel von Deutschland sucht den Superstar gewann 2017 Alfonso Williams, 1962 bis 2019. Doch nur zwei Jahre nach seinem Sieg erschütterte eine traurige Nachricht seine Fans, der Soul-Sänger erlag mit 57 Jahren einer Prostatakrebserkrankung. Nach seinem Sieg hatte er 4 Singles und ein Album veröffentlicht. Bei Promi Big Brother 2018 hatte er den 3. Platz belegt. Er hinterließ seine Ehefrau Manuela und die beiden Kinder Raphael und Franziska.